doch wenigstens mal so, als ob du Angst hättest. Drove the story was the experience of being a combat photographer. What did it feel like? What is it? Why did they do what they did? What drove them to put themselves in enormous amounts of danger day after day to wake up, you know, before dawn and walk into a war zone and take photographs. And so, you know, that for me was the starting point in telling the story. It was about their experience and their subjective experience and understanding what drove them. And so that's where I began. It was important for me that the politics was there, that the context was there, but that it sort of sat a little bit in the background. It's such a compelling context that it kind of forces its way in a lot of the time. But nonetheless, I think what is, you know, hopefully successful about the film is the fact that it is about these four remarkable people. For each of these guys, there was an alternative life available to them. They could have just lived inside white South Africa with its tree-lined suburban streets and glorious malls and never taken a foot inside a township. Hey. Kam vor 10 Minuten per Telefax. Der Pulitzerpreis. Das ist ein Scherz. Nein, ist es nicht. Jetzt können Sie ihn nicht mehr verhaften. Das wirbelt zu viel Staub auf. Weißt du, wo er steckt? Ja. Worauf wartest du noch? Ruf ihn an. Ja! So wohl! Ein Hoch auf Greg's Pulitzerpreis! Auf Greg! Auf Greg! Auf Ex-Kev! Ich würde gerne noch ein paar Worte sagen. Ich bin Ronald Graham. Und für jene, die es nicht wissen, ich bin der Herausgeber des Star. Und ich möchte mich gern, ja, ich würde mich gern den Glückwünschen für Greg anschließen. Den Pulitzerpreis zu gewinnen ist gewiss keine Kleinigkeit. Also wir sind alle mächtig stolz auf Greg. Obwohl wir nicht die Ersten waren, die die Fotos veröffentlicht haben. Oh. Ja, das war ein dicker Fehler. Unser Fehler. Dein Fehler. Was aber hoffentlich verzeihlich ist, weil Greg ja heute hier ist. Als du nach New York geflogen bist, um deinen Preis entgegenzunehmen, dachten viele, dass du nicht wiederkommst. Aber du bist bei uns. Ich musste wiederkommen, Ronnie, weil es da keinen Bang Bang gibt. Bang Bang! Bang! Ich gratuliere. Du hast es verdient, Greg. Sir, ich gratuliere dir, Greg. Das war großartig. Danke, Sir. Ja, scheiße, Greg. Scheiß auf den Preis. Ihr verdammtes Mistfoto hängt jetzt überall. Die Regierung will damit nur zeigen, dass wir Tiere sind, die sich nicht selbst regieren können. Ach, fuck, wie finden Sonny, Sie das? Lass ihn in Ruhe. Sogar der ANC sagt, es sei das Foto eines Weißen, das die Weißen für ihre Zwecke benutzen. Sonny, er kann nichts dafür. Und wie ist Ihre Ansicht? Lass ihn doch seinen Erfolg genießen. Sonny, was ist denn Ihre Ansicht? Vergiss ihn, Greg. Wer bist du? Greg Marinovich. Kevin Carter. Das wird nur in einer Großaufnahme. Die sind fantastisch, Ron. Absolut, ja. Kriege ich gerade einen Job? Du willst dich also diesem Verrückten anschließen, ja? Bist du bereit? Du hast Glück, du bist weiß. Du kannst überall hin. Kannst du nicht wenigstens mal so tun, als ob du Angst hättest? Ich gehe nicht mit Fotografen aus. Ihr habt miese Arbeitszeiten. Und ihr seid verrückt. Und es gibt noch eine Menge anderes Schlimmes. Ich bin Fotograf. Ich
Ich möchte gern Ihre Sicht der Dinge hören. Es ist das Foto eines Weißen, das die Weißen für ihre Zwecke benutzen. Aufhören! Dann machen Sie keine Bilder. Und wenn er unschuldig ist? Das ist egal. Die Leute hatten recht. Alle, die gesagt haben, dass unser Job darin besteht, dass wir nur da sitzen, um den Leuten beim Sterben zuzusehen. Die sind zu plastisch. Du weißt, dass wir die Fotos nicht verwenden dürfen. Was mache ich dann hier draußen? Was ist mit dir los? Dieses verdammte Land. Ich hasse alles. Die Regierung will damit zeigen, dass wir Tiere uns nicht selbst regieren können. Und wie sehen Sie das? Ich werde verfolgt von schrecklichen Erinnerungen an Tötungen und Leichen, an Zorn und Schmerz.